Workshop. Ich bin Kathi und wir machen heute gemeinsam so ein besonderes Buch. So, wir fangen erstmal an mit dem Inhalt eurer Box. Zuerst findet ihr hier ein rohes Notizbuch. Dann findet ihr einen Klebestift. Dann findet ihr noch so einen bunten Stift. Eine kleine Rolle von so einem Häkelband. Dann findet ihr so eine Rolle mit braunem Papier. Dann findet ihr einen Briefumschlag. Dann vier kleine Kartons. Zwei große bunte Papiere. Und zwei so Papiere, eins beschrieben und eins blanko. Und zum Schluss findet ihr noch eine tolle Postkarte. Und jetzt braucht ihr noch etwas von zu Hause, nämlich einmal eine Schere und noch einen Locher. So, wir fangen mit dem rohen Notizbuch an. Da braucht ihr die braune Papierrolle. Das sind drei kleine Teile. Und wir fangen mit dem kleinsten von den dreien an. Zuerst müssen wir nämlich das Buch sozusagen grundieren, dass wir schön gestalten können. Das heißt, wir nehmen hier den Buchrücken und machen darauf Kleber mit unserem Klebestift drauf. Das heißt hier. Und ein wenig hier an den Seiten. Perfekt. Und dann nehmen wir das kleinste Stück. Und legen es circa mittig auf den Buchrücken. Und dann klappen wir das Papier um und drücken es ganz fest an das Buch in die Kante. Das heißt, man fängt von oben an und drückt es hier ran und dann klappt man es in die Kante. Dann nehmt ihr euch die Schere zur Hand und schneidet das überschüssige Papier vom Buch kurz davor ab. Und genau das gleiche auf der anderen Seite. Dann nehmt ihr euch nochmal einen Klebestift zur Hand und die Schere und als erstes schneidet ihr hier an die Ecken, schneidet ihr hier einmal rein und noch einmal rein. Also circa da, wo der Buchrücken anfängt und endet. Sodass ihr dann das Überschüssige mit Kleber am Buch umkleben könnt, damit ihr hier eine schöne Kante habt. Und das gleiche macht ihr dann auf dieser Seite. Und auf der Seite macht ihr dann das Gleiche.
Also sie schneidet wieder rein. Zweimal. Und dann macht ihr wieder Kleber auf die Seiten. Und knickt so. Manchmal klappt es nicht ganz, dann müsst ihr nochmal reinschneiden, sodass ihr die Seite gut umknicken könnt. Perfekt. So, jetzt nehmt ihr eine von den großen Rollen zur Hand. Und dann legt ihr hier die Kante so hin, dass es passt. Und dann nehmt ihr wieder einen Klebestift und macht Kleber aufs Buch. Und am Buch hält es ein bisschen besser, als wenn ihr das aufs Papier erst gibt. Da ist verteilt schön viel Kleber. Auch auf dem braunen Streifen hier ein Stück. Und dann drückt ihr das wieder ganz fest. Von innen nach außen. So, dann dreht ihr das raus, nehmt euch wieder die Schere zur Hand und dann schneidet ihr hier einmal rein, also hier zur Ecke und macht dann wieder Kleber hier aufs Buch. Und klappt es dann auch wieder rein und drückt es ganz fest dran. Das gleiche macht ihr dann hier auf der Seite, schneidet auch wieder bis zum Buch rein und macht auch wieder Kleber rein. Und jetzt schneidet ihr hier in einem kleinen Winkel rein. Also etwa so. Und auf der anderen Seite auch, also mit eurer Schere und dreht die etwas. Halt, dass es später so aussieht. Und dann macht ihr hier auch wieder Kleber drauf. Und faltet es rein. Und auch wieder ganz fest dran drücken, dass der Einband gut hält. So, jetzt haben wir die eine Seite schon beklebt. Und jetzt müssen wir genau das gleiche noch an der anderen Seite tun. Das ist die Bibel, das beste Buch der Welt, das uns von Gottes Liebe erzählt. Mal traurige Geschichte, mal das, was uns gefällt. Die Bibel ist das beste Buch der Welt. Ja, das ist die Bibel, das beste Buch der Welt, das uns von Gottes Liebe erzählt. Mal traurige Geschichte, mal das, was uns gefällt. Die Bibel ist das beste Buch. Falls wir haben das Buch jetzt schon mal eingebunden.
und können weitermachen mit dem Gestalten. So, dazu müsst ihr euch natürlich erstmal überlegen, was das für ein Buch werden soll. Ich habe hier schon mal ein Tagebuch gestaltet, aber ihr könnt es ganz frei gestalten. Das heißt, ihr könnt ein Tagebuch machen, ein Skizzenbuch, Notizbuch, könnt einfach Gedanken reinschreiben, ein Kochbuch, was ihr wollt. Das heißt, ihr seid eigentlich relativ frei in der Gestaltung. Ihr könnt mit dem Buch tun und lassen, was ihr wollt und es bekleben und gestalten, wie ihr wollt. Das heißt, das, was ich hier mache, dient lediglich einfach der Inspiration für euch, aber ihr könnt später tun, was ihr wollt. Das heißt, wir fangen mit der Vorderseite an vom Buch. Und damit jeder sehen kann, was es für ein Buch ist, wollen wir natürlich erstmal was draufschreiben. Ich habe hier auch 4 Sachen vorbereitet, die ihr ausschneiden könnt oder die ihr ähnlich abzeichnen könnt, wie ihr wollt. Ich werde jetzt erstmal 1 davon ausschneiden. Und dann könnt ihr einfach Dinge mit eurem Klebestift auf euer Buch kleben. Ich klebe das einfach relativ viel hin. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch draufschreiben, wie ich das beim anderen Buch gemacht habe, und es bekleben mit allem, was ihr wollt. Dann haben wir euch auch schöne hier Kartons eingepackt, die ihr dann auch einfach draufkleben könnt oder Häkelband zum Beispiel. Ich nehme jetzt erstmal auch das Häkelband und schneide da noch ein Stück ab. So. Da macht ihr dann auch einfach Kleber drauf und am besten relativ viel, damit es gut hebt. Und dann könnt ihr das auch einfach auf euer Buch kleben. Nehme ich mir noch davon welche. Und schneide hier das ab. Könnt da machen, was ihr wollt. Wellen reinschneiden oder Dreiecke schneiden, Vierecke, Formen, Herzen, was ihr wollt. Und dann auch einfach draufkleben. Und ihr müsst aufpassen, wenn ihr den Kleber auftragt, damit ihr keine Flecken auf dem Tisch hinterlässt. Sonst könnt ihr auch eine Zeitung oder eine andere Unterlage verwenden. In der Box habt ihr auch Zeitung als Unterlage beigelegt. Die könnt ihr gerne verwenden. So. So sieht jetzt meine Vorderseite aus. Aber wie gesagt, die kann bei euch ganz anders aussehen. Dann dürft ihr als nächstes die Hinterseite gestalten. Da mache ich es mir ganz einfach und nehme einfach dieses Bild und schneide es noch zurecht. Denn ihr solltet immer gucken, dass ihr jetzt nicht sonderlich viel übersteht. Das heißt, immer so. Deswegen schneide ich mir das noch zurecht. Jetzt haben wir die Vorderseite und Hinterseite gestaltet. Jetzt können wir auch mal reingucken. Und können wir erstmal hier anfangen. Ihr habt hier eine schöne Postkarte reingelegt bekommen. Da nehme ich mir jetzt einfach mal eine.
die könnt ihr nämlich auch schön verwenden. Und die klebe ich dann erstmal hier beim Anfang rein. So. Perfekt. Dann könnt ihr auch die erste Seite schon gestalten, wenn ihr wollt. Ich habe euch ja hier dieses Blatt gemacht. Und da könnt ihr gerne schöne Sprüche draufschreiben. Entweder einen ausschneiden oder abschreiben oder irgendwelche selbst ausgedachte oder gesehene reinschreiben. Die können euch dann einfach inspirieren, wenn ihr das Buch öffnet. Ich nehme mir auch einfach mal einen. Und ihr könnt ihn dann zum Beispiel auch so schön in der Bandform ausschneiden, wie ihr gerne wollt. So. Und dann auch einfach der Kleber drauf. So, jetzt machen wir weiter. Ihr habt ja noch einen tollen Stift in eurer Box gefunden. Den könnt ihr auch einfach nutzen. Das heißt, ich male dann auch einfach noch ein paar so um den Spruch herum, um ihn hervorzuheben. Da könnt ihr auch einfach drauf malen, den Spruch auch etwas hervorzuheben. Und wie gesagt, könnt ihr die Sprüche, die ich euch aufgeschrieben habe, auch einfach abmalen. Könnt einfach noch malen, was ihr wollt, Herzen oder euch selber einen Spruch ausdenken, was ihr wollt. So, dann immer aufpassen, dass auch alles getrocknet ist, wenn ihr umblättert. Dann gehen wir nämlich ganz ans Ende des Buches, zur letzten Seite. Und dann nehmt ihr hier diesen Briefumschlag zur Hand. Und macht dann auf die Rückseite, also da, wo es nicht aufgeht, Kleber drauf. So. Und dann guckt ihr, dass die Lasche hier aufgeht. Und so klebt ihr es dann auf die letzte Seite. Und auch wieder schön festdrücken. So. Und der Briefumschlag ist dann für euch eine Art Geheimfach, wo ihr dann einfach persönliche Dinge verstauen könnt. Ich habe hier auch mal einfach was mitgebracht, eine Konzertkarte und noch ein Polaroid-Bild. Das heißt, wenn ihr dann an schönen Tagen was erlebt mit euren Freunden oder so, könnt ihr das dann einfach hier verstauen und dann ist es in Sicherheit. So, jetzt bin ich mit meinem Buch auch schon fertig. Ich hoffe, euer ist genauso individuell und schön geworden und ihr seid zufrieden. Und wir haben aber noch einen Schritt vor uns, nämlich wollen wir auch noch ein kleines Lesezeichen hier gestalten, damit ihr auch immer wisst, wo ihr gerade stehen geblieben seid mit eurem Buch. Ihr nehmt hier eines der großen Papiere, nehmt es längs. Und dann knickt ihr es so weit um, wie breit ihr es haben wollt. Und dann fahrt ihr hier die Linie entlang. Das heißt, so weit, wie ihr es jetzt eingeknickt habt, so breit wird auch euer Lesezeichen später. Dann faltet ihr es wieder auf. Man legt es vor euch und dann ist hier eine Knickkante entstanden und an der schneidet ihr jetzt einfach gerade entlang. Dann habt ihr jetzt so einen langen Streifen.
Und dann nehmt ihr den Streifen und tut die Enden zusammen und tut es aneinander drücken. So, dass ihr jetzt diesen Streifen habt. Dann machen wir als nächstes wieder den Kleber und streichen es hier auf eine Seite. Dann nehmen wir wieder die andere Seite und falten es einfach. Fangen wieder hier oben an der Kante an und gehen nach unten. So. Dann könnt ihr als nächstes, wenn ihr wollt, so ein Blankopapier nehmen oder ein anderes Papier oder was Buntes und schneidet etwas drauf, was ihr draufkleben wollt. Achtet nur darauf, dass es einfach kleiner ist als dieses Lesezeichen, sodass ihr es gut draufkleben könnt. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach einen Streifen hier abschneiden. Der muss einfach kleiner sein als das Lesezeichen. So, und der muss einfach kleiner sein als das Lesezeichen. Und dann könnt ihr das Papier auch schon wieder aufs Lesezeichen draufkleben. Das ist auch wieder einfach ein Kleber. So. Und hier könnt ihr auch einfach wieder draufmalen, was ihr wollt. Oder noch buntes Papier draufkleben, wie ihr wollt. Ich male hier auch einfach noch weiter. Und male hier ein paar Blumen drauf. Und dann nehmt ihr den Locher zur Hand und müsst gucken, dass ihr euer Lesezeichen relativ mittig hier in einen Locherpunkt reinschiebt und dann lochert, sodass ihr dann hier so ein Loch habt. Dann nehmt ihr es nochmal und schiebt es etwas daneben nochmal rein. So, perfekt, dass ihr etwas größeres Loch habt. Dann nehmen wir wieder die Häkelschnur zur Hand und schneiden ein Stück ab. Und ich schneide das jetzt auch nochmal hier in der Mitte durch. So, wenn ihr fertig seid, nehmt ihr davon einen Strang und gehen hier durchs Loch. Und machen hier oben einfach einen Knoten rein. So, jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß bei dem Workshop und ihr habt ein wunderschönes Buch bekommen. Und wie gesagt, eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das heißt, ihr könnt mit ihm tun und lassen, was ihr wollt. Und ich hoffe, es fühlt sich schön. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim weiteren Musikbibelcamp und schickt der Anne doch gerne ein Bild von eurem schönen Buch und gebt dem Kanal gerne ein Abonnement, also abonniert es oder ein Like oder aktiviert auch die Glocke gerne. Und bis zum nächsten Mal, eure Kathi. Ja, das ist die Bibel, das beste Buch der Welt, das uns von Gottes Liebe der Welt.